Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. In der letzten Folge haben wir mit der Wyoming uns in die Schlacht begeben mit diesem fetten Teil hier. Also wir können es mal vergleichen mit der König. Die ist eine Stufe zwar schon höher. Ja, dann wäre es erst zu vergleichen wahrscheinlich mit der Kaiser. Aber die ist, glaube ich, nicht so breit. Doch, die ist auch sehr breit. Ist die Kaiser nicht so breit? Nee, die ist auch so breit. Warum kommt mir die Wyoming fetter vor? Aber wahrscheinlich wegen dem Aufbau hier. Der extremsten Aufbau hier vorne. Das hat die Kaiser, glaube ich, auch nicht. Nee, die Kaiser ist viel schlanker, eleganter in dem Fall. Was hatten die da für fette Geschütze teilweise drauf? Aber ganz egal heute. Was ist das? Das ist St. Carolina. Ja, die sind viel fetter alle aufgebaut allgemein. Wir fahren heute mit der Samson, einem Stufe 2 Torpedoschiff. Sehr süß, sehr klein und hoffentlich relativ flott. Also, let's go! So, ab geht das Gefecht. Bei uns ohne irgendwelche Bots. Dann würde ich sagen, let's go. Oh Gott, ist das Teil klein. Bin mal gespannt, was das für ein Topspeed hat. Unser Ziel, nah dran, Torpedos abwerfen und schnell wieder raus. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Alle Mann auf Gefechtsstation. Schön, dass wir das äußerste Schiff sind. Also seht auch, wie schnell sich die ganzen Kanonen drehen können in dem Fall. Drehen sich die Torpedos schon mit? Ja, und wir haben auf jeder Seite zwei Torpedowerfer. Was natürlich relativ easy macht. Alter, wie schnell wir sind! Wir haben 30 Knoten fast auf der Ding drauf. Schau, wie wir vorbrettern. Aber ich würde gleich auf Torpedos umschalten. Einfach mal ins Blaue rein. Wir wissen ja nicht, wo sie hinkommen. Aber nachgefüllt, glaube ich, sind sie relativ schnell. Oh. Komm schon. Präventive Annahmen haben Sinn ergeben, weil da vorne ist schon der erste Feind. Wow! Da kam schon wieder eine Salve rein. Ausfälle perfekt. Komm schon, dreh dich. Kuckuck, mein Freund. Hallo. Ich will ins Actionfeld rein, also rein da mit mir. Wow, wo kommt der schon wieder her? Von hinten! Trau dich!
schon sagt, dass die treffen. Füll auf! Bye bye! Weg ist er! Wow! Das war die Wand. So kann man einen ganz schnell versinken. Das hat gut funktioniert. Bloß mit den Torpedos weit weg zu berechnen, ist natürlich schon eine Schwierigkeit in dem Fall. Deswegen, du musst mit denen relativ nah dran. Das ist eigentlich relativ unangenehm. Bei den Schiffen. Reindrehen! Aua! Schnell eindrehen. Zurückdrehen. Komm schon! Das ist ganz schön eng. Geht Volker auch einfach auf das Schiff zu. Komm schon. Und weg ist er. Noch einer. Der ist da vorne. Und der Vorteil ist, ich bin flott, ich bin agil und bin relativ schnell auch beim Feind jetzt. Das hat natürlich den Vorteil hier aus. Du musst bloß mit deinem Leben an, verdammt aufpassen. Ah, das hat wieder Adrenalin gezogen. Adrenalin gezogen. Jetzt tun wir mal den Smoke platzieren, würde ich sagen. Na. Nebelwerfer gestartet. Die Nebelwolke kommt. Nein, och Mann! Ich hab grad geschossen. Ja, war auch nicht schlecht. Ein aufgeklärt, zwei Wassereinbrüche verursacht, drei Zieltreffer mit Torpedos. Ich weiß, dass ich jemals mit Torpedos getroffen habe. Drei Ausfälle, einen zerstört und 23 Treffer. Nicht schlecht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!